Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Wie ihr seht, habe ich Uschi hier auf Level 20 gelevelt, damit wir mit unserer persönlichen Story weitermachen können. Und wie hier unten schon so schön blinkt, können wir noch zwei neue Hilfsfertigkeiten skillen. Ich guck mal gerade, nein, da, wir haben 19 Dinger. Und als nächstes möchte ich Mantras haben. Und zwar brauche ich das und... Und das. Dafür brauche ich 11. Die kriege ich sogar hin. Yay! Das Mantra der Entschlossenheit möchte ich nämlich gerne. Durch Meditation ladet ihr einen Zauber auf, der Zustände von euch und Verbündeten in der Nähe entfernt. Und hier das Mantra der Ablenkung war es. Ja, genau. Durch Meditation ladet ihr einen Zauber auf, der euer Ziel benommen macht. So, dann hätten wir nämlich schon mal... die geskillt und mal schauen, wo müssen wir denn überhaupt als nächstes hin für unsere Quest? Ist das hier im Hain? Begebt euch zur Terrasse des Träumers und sprecht dort mit Käthe. Gut, dann machen wir das doch einfach mal. Ich folge mal diesen grünen Pfeilen hier unten auf unserer Karte und renne dann mal zu Tante Cave. Mal schauen, was die heute wieder von uns will. Vermutlich die Welt retten und dann hilft sie nicht mit. Ja, ja, so ist das. Hier haben wir voll die schöne Bar übrigens, falls ihr euch mal abends hier so ein bisschen Nektar und Ambrosia kippen wollt, dann könnt ihr das dort tun. Jo, Mini, was rannte da gerade lang? Apropos Mini, wir könnten uns auch mal ein Mini ausrüsten, ne? Später. So, hier ist unsere Instanz. Ja, Instanz betreten. Wie das Leben so spielt. Da sehen wir schon wieder das Bild mit Tante Käthe. Dann gehen wir mal hier rein. Wer steht denn da hinten? Ah, Traherne. It is good to see you once more within the grove. Hallo. Greetings, Valiant. I want you to meet Traherne, another of the Silvari Firstborn. Only a few Firstborn are called to wild hunts. I have the calling. So does Traherne. I believe he carries the heaviest burden of us all. More difficult than fighting an elder dragon? Our task is tangible, if dangerous. His is ephemeral. There may be no solution. I'm glad to meet you, but I'm afraid we have no time for proper welcomes. There is a more immediate matter at hand. Just before you arrived, a messenger brought news of 3 attacks by the Nightmare Court. I can aid one, Traherne another. I'll take the 3rd. Where do you need me to go? They're besieging the Warden outpost of Folias Thorpe. Make your way there as quickly as possible, Valiant, and lend a hand. Before you go, a warning. On my way to the Grove, I heard rumor that the Nightmare Court are seeking something called the Harbinger. They are determined to find it, whatever it may be. And based on that alone, we must stop them. Understood. I'll head to Folias Thorpe right away. Gut, dann wissen wir immerhin schon mal, wo wir hin müssen, nämlich ins schöne Folias Dorf. Dann gehen wir hier mal wieder raus und schauen dann mal wo auf die Karte, wo wir da genau hin müssen. So, wir öffnen das hier mal und das Folias Dorf ist da oben. Da waren wir immerhin schon mal in der Nähe. Was ist denn die nächste Wegmarke, die wir da haben? Ich glaube diese hier. Dann rennen wir mal vom Marbom-Markt aus dahin und schauen, was es da zu tun gibt. Ist ja scheinbar mal wieder der Albtraumhof. Ja, die werden uns noch öfter begegnen im Laufe unserer Story. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ladebildschirm auf Doom. Und dann müssen wir jetzt in die Richtung. Jetzt halt können wir uns hier mal mit den Mantras beschäftigen. Wie gesagt, ich bin absolut kein Mesmer-Experte. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich weiß nur hier, durch Meditation ladet ihr einen Zauber auf, der Zustände von euch und Verbündeten in der Nähe entfernt. Anpassung von Attributen während der Kanalisierung 90, Anzahl der Wirkungen 2. Renne ich hier überhaupt richtig? Ja, doch, 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 das passt ungefähr. Dann können wir auch da oben die Wegmarke noch mitnehmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier die 8 drücke, seht ihr auch, dass sich das hier unten verändert. Und dann hat das eben so quasi seinen Effekt. Genauso, wenn ich das hier mache bei dem Mantra der Ablenkung, ladet ihr einen Zauber auf, der euer Ziel
benommen macht. Greifen wir mal gerade den Raptor hier an. Und jetzt ist er benommen. Tada! So funktioniert das ungefähr in der... Deswegen, man aktiviert die halt und dann, wenn man sie quasi nochmal aktiviert, dann machen die das, was da steht. So, ich hoffe, das war eine schlechte Erklärung, aber ich hoffe, ihr versteht das halbwegs. Wir nehmen mal die Wegmarke da hinten noch mit, dann müssen wir nicht ständig nochmal rennen. Und dann geht's los Richtung Faliasdorf. Und dann hier eben, wenn ich das machen würde, würde der eben die Zustände von uns runternehmen quasi. So, jetzt rennen wir mal hier hoch und zwar folgen wir einfach der Straße zu der Wegmarke und biegen dann gleich kurz rechts ab, um die Wegmarke zu holen und dann links in Richtung Faliasdorf. Dann hätten wir das nämlich auch. La 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 la. So. Hier steht so eine kleine Burg. Wegmarke Caledon Freistadt. Ja, alles gut, laber du mal. Wo gehe ich denn am schlauesten lang? Ich glaube hinter dem Felsen. Manchmal wenn so langsam, tralalalala. Schlimm, schlimm. So. Da sehen wir auch schon unseren... Ich bin gerade geneigt. Ich decke das mal hier auf. Ich meine, hier müsste auch eine Werkmarke. Ach, die ist da oben erst. Oh ne, da bin ich jetzt zu faul, dahin zu laufen. Ja, Instanz betreten. Wie das Leben so spielt. Dann schauen wir doch mal, wie das Leben so spielt. Ladebildschirm. Reis zum Faliasdorf. Okay. Geheimnisvoller Fremder. So, tada. Die machen wir mal gerade tot hier. Na. So, jetzt haben wir auch mal unseren Klon benutzt hier. So. Dann können wir auch mal den hier wieder casten. Da, mach dich. Du bist jetzt benommen. So, und den da machen wir auch benommen. Und jetzt lädt das Mantra wieder neu auf. Wir können das halt eine bestimmte Anzahl oft benutzen. So, mal hören, was der zu sagen hat. Who are you? Are you another of these murderers? Calm down. I'm a friend. Who are you and what's going on? My name is Malik. The wardens took me in. They found me injured in the forest. I was here when the outpost was attacked. The wardens said these creatures are called the Nightmare Court. They've set fire to the camp and cut down everything in their path. We're outnumbered, besieged, and most of the guard has been injured. I'm all that's left of the defense. Let me fight with you, Malik. I know the Nightmare Court, and I'd be glad to raise arms against them. I'll have to trust you. I've no other choice. But I warn you, the wardens are under my protection. And I will let no harm fall on them. Help me drive back these villains quickly. We must put out the fires before they spread to the forest. The time for chatter is over. Now we fight. Wir müssen drei Sachen machen. Besiegt die Angreifer des Albtraumhofs, löscht die Feuer, belegt die gefallenen Heidenhüter wieder. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich mach mal gerade so. So, den ins Target. Ich sehe nichts da. So, und dann so. Und hier, ihr nervt mal bitte weniger rum. So, den weg. Und den weg. Und den weg. So, So, wie lösche ich denn die Feuer? Steht hier irgendwo was? Ah, ein Wassereimer. Hi. So, dann löschen wir das doch mal. Das ist weg und dann können wir den hier auch direkt wiederbeleben. Steht da oben noch ein Wassereimer oder so rum? Scheinbar nicht.
Malik macht schon mal alleine weiter. Gut, ich lösche noch mal eben die Feuer hier hinten. Die lässt er ja einfach brennen. Ja, chill. So, das löschen wir mal. Und huch, da sind ja welche. Ha! Ja, ja. Nee, ihr nervt gerade. So, ich hätte gern meinen... Wo ist mein Berserker? Da hinten. So. Ach ja, ach ja. Es stirbt schon wieder der erste Haienhüter. Die halten auch nichts aus. Wie wollen die denn bitte... wie wollen die denn bitte hier den Hain hüten, wenn die immer direkt sterben? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin ja fast tot. So. Ne, Moment, der da hinten greift uns auch noch an. So. So stehen und da ist eine Spinne. Nein! Verdammt. Ich wollte dodgen. Habe es aber nicht getan. Hier, illusionärer Berserker, mach die mal bitte kaputt da hinten. Oh nein, jetzt stehe ich nicht wieder auf. Ja, hier, komm. Ich hätte jetzt gerne mal ein Waldi-Pet hier. Was machen die eigentlich? Ruft einen trügerischen Schurken herbei, der von hinten doppelten Schaden zufügt. Aha. 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 Gut. So, da kommt schon direkt der nächste. So. Mann. Deswegen spiele ich nicht so gerne leichte Klassen. Ich vermisse meinen Waldi gerade. Jetzt habe ich aus Versehen geschattert, obwohl ich gar nichts zum Shattern da hatte. Ich brauche mal mehr Klone, habe ich so das Gefühl. So. Wo ist eigentlich hier unser Helferlein? Ist irgendwie nicht so ganz vorhanden, ne? Wie hieß der? Vor allem, wo ist der? Ach, der liegt da hinten tot rum. Gut, wir dürfen wieder alles alleine machen. Fängt ja schon mal gut an. So, jetzt beleben wir die hier erstmal wieder und hoffen, dass da gerade nichts mehr kommt. Ist da hinten noch Feuer? Ja, da hinten ist noch eins. Gut, der lebt schon mal wieder. Dem helfen wir auch mal wieder freundlich hoch. Wir sind ja so nett. So, ich glaube, mit dem einen, ich hoffe, ich pull jetzt nicht wieder direkt 10 andere. Weil mit dem werde ich wohl gerade fertig. So, dann können wir jetzt nämlich hier Malik wieder aufheben. Der hilft uns dann hoffentlich ein bisschen. Und dann löschen wir noch das Feuer da. So. Wassereimer. With the fires out. The outpost should be able to recover. Wo sind... Ach, da hinten kommen noch welche. Haha. So, erstmal das hier durchcasten. Mantras haben halt eine ziemlich lange Castzeit. Das ist da ein bisschen unpraktisch. Aber mein Gott, was will man denn machen, ne? So. Hunt them down! Hunt them down! Hunt them down, hunt them down. Ja, später. Hier, ich unterbreche dich mal, weil ich's kann. You can die now. Nö, später. So, der ist jetzt wieder benommen. Dann kriegt der noch einen illusionären Berserker drauf. Doch, bist du. Doch, das bist du. Und tot bist du zudem auch noch. So, sprecht mit Malik. Hi. What is it? Ja, ich soll mit dir sprechen. You fight well, stranger. I'm grateful you came along. I hope you'll forgive my initial mistrust. It was in the heat of battle. It's understandable. Tell me, do you know why the Nightmare Court were here? It's not like them to attack the Wardens head on. I do. It seems that they wanted me. I don't know why. I've never met their kind before, and I'm certainly no friend to them. They kept calling me the Harbinger. When I resisted, the courtiers took hostages. They threatened to harm them if I didn't give myself up. I was willing, but Captain Banya refused to allow it. I'm a civilian, she said, and they were wardens. I told her she was a fool, and now she's gone too.
Whatever the Nightmare Court is planning for you, I can assure you it isn't pleasant. Come back to the Grove with me where you'll be safe. The Grove? Is that where your people come from? My people? You mean the Silvari? Malik, don't you know about the Grove? No, I do not come from these lands. I appreciate your offer, but I won't abandon the Wardens. I'll go with you after they're safe, and the Nightmare Court's been punished. The courtiers said they were going to Joy's End. Joy's End? Sounds lovely. I'll meet you there. So, so, ein Silvari, der den Hain nicht kennt. Das könnte ja auch interessant werden. Was können wir denn hier haben? Ein Zustandsschaden, ein Präzision, 11 Kraft. Nehmen wir doch mal den mit Präzision. So, und dann ist unser Inventar auch ziemlich voll mit Farben und so Ausrüstung. Dann legen wir den doch schon mal an und ich glaube, der Rest ist alles schlechter. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Guild Wars 2. Wenn euch das gefallen hat, unten in der Beschreibung findet ihr zwei Links. Einmal einen Link, wo ihr Guild Wars 2 kostenlos runterladen und spielen könnt. Und einmal einen, wo ihr euch die kommende Erweiterung Hard of Thorns direkt vorbestellen könnt. Dann könnt ihr am 23. Oktober, wenn es released wird, direkt vorbestellen. Wenn ihr das macht, unterstützt ihr mich damit direkt. Das wäre voll top. Und ich sag sonst bis dahin. Tschüssi.